Ja, hallo. In dem Film hier möchte ich euch eben zeigen, wie ihr ganz einfach mit Windows 8 eigenen Bordmitteln ein kleines Backup erstellen könnt. Das Ganze nennt sich hier Dateiversionsverlauf und findet sich in den Systemeinstellungen. Wir legen los. Wie kommt ihr hin? Entweder mit Windows I-Taste habt ihr dann vom Desktop aus die Möglichkeit, hier auf die Systemsteuerung zu kommen. Oder wer Startmenü X installiert hat, über das Startmenü PC-Einstellungen. Startmenü X haben wir in einem der vorherigen Videos schon erklärt. Hier im Bereich der Systemeinstellungen unter Anzeige vielleicht nochmal ja, kleine oder große Symbole wählen, hat man einen Überblick über sämtliche. Dann haben wir hier den Dateiversionsverlauf, da klicken wir einmal drauf. Wir sind jetzt hier schon quasi in der ja, Hauptansicht. Hier habt ihr jetzt zum einen die Möglichkeit, erstmal ein Laufwerk auszuwählen. Je nachdem, wie viele Festplatten ihr habt, wird dann wieder nur eine angezeigt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier ein Netzlaufwerk zum Beispiel hinzuzufügen, also eine Netzwerkadresse, um dann halt extern irgendwo abzuspeichern. Ja, wählt hier eine oder Festplatte aus. Die erscheint dann auch hier vorne, wie in meinem Fall die Platte F. Ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, folgende Dateien zu sichern. Hier in dem Fall ist es jetzt die gesamte Bibliothek, der Desktop, alle Kontakte und Favoriten werden dementsprechend hier im Bereich der Festplatte F abgelegt. Ihr könnt auch Ihr Ordner ausschließen. Durchklicken auf Hinzufügen können wir jetzt hier aus unserer Bibliothek halt ein oder mehrere Ordner halt auswählen. Ich lasse das Ganze nochmal. Ja, ihr könnt jetzt direkt ausführen, das Backup wird dann direkt gestartet und wir schauen uns eben an, was genau hinterlegt wird. Dazu öffne ich jetzt einmal jetzt hier meine Platte F. Wir sehen jetzt hier den Ordner File History, der wurde angelegt. Können wir direkt mal reinklicken. Ist halt von dem Rechner jetzt hier unter C-User Marcel der gesamte Bibliotheken-Inhalt, alle Favoriten, ja, und der ganze Desktop-Inhalt eben, ne? Soweit die Kontakte auch. Wenn man nun wieder Dateien zurückspielen möchte, kann man dieses einfach tun unter persönliche Dateien wiederherstellen. Ja, man sieht jetzt hier dementsprechend die verschiedenen Backups. Ich habe nur eins aktuell von heute. Und man kann jetzt nun entweder alles dementsprechend hier an dem ja, eigentlichen Ort wiederherstellen oder auch nur einzelne Ordner anwählen. In dem Fall war jetzt hier nichts drin. Nehmen wir jetzt mal die Bilder. Hier ist zum Beispiel was drin. Das können wir jetzt hier mit Drücken auf diesem grünen Button halt an dem ursprünglichen Ort wiederherstellen. Ja, unter erweiterte Einstellungen haben wir nochmal die Möglichkeit zu sagen, wann genau eine Kopie der Daten erstellt werden soll. Ja, das ist Standard jede Stunde. Wir können das Ganze natürlich auch variabel gestalten. Einmal täglich bis runter zu alle 10 Minuten. Können die Größe des Offline-Caches noch bestimmen, von 2 bis 20%. Standard ist 5. Und wir können sagen, wie lange wollen wir diese gespeicherten Dateien jetzt hier aufbewahren. Standard ist für immer. Wir können aber auch so lange, bis wieder Platz benötigt wird, oder 2 Jahre auswählen. Und dazwischen haben wir auch noch einiges an Auswahlmöglichkeiten. Des Weiteren können wir, wenn wir jetzt hier in einem Heimnetz uns befinden mit verschiedenen PCs, halt auch noch dieses Laufwerk empfehlen, sodass alle anderen auch ihre Bibliotheken etc. ablegen können. Gut, das soll es soweit gewesen sein zur Dateiversionsverlauf zum kleinen Backup mit Windows 8 eigenen Hausmitteln. Viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.